Das ist natürlich sehr unvorteilhaft, muss man ganz offen dazu sagen. Aber man kann es nicht ändern. Man kann es halt wirklich nicht ändern. Und das ist halt auch zum einen ein bisschen schade. Zum anderen, boah. Mein Gott. Es ist halt so, ne? Man kann es halt auch nicht ändern. Und ja, wie gesagt, das Ganze hat halt eine enorme Verzögerung. Gib mir denn erst in der Planungssicherheit. Und eigentlich wollte ich übers Essen reden. Es hat sehr gut geschmeckt, kann ich euch sagen. Und es war mariniertes Grillfleisch. Und es ist jetzt im Februar, den wir beim Aufnehmen gerade haben. Mitten in Semesterferien übrigens. Heute war die Notenbekanntgabe. Ich habe alle meine Prüfungen bestanden. Hervorragend. Und wenn er das sieht, bin ich wahrscheinlich schon dabei, im nächsten Semester zu lernen. Ich weiß nämlich nicht genau, wie weit ich jetzt im Voraus bin. Ich habe immer nur die Daten aufgeschrieben von den Versionen, bei denen ich mich am Ende einer Aufnahmesession befinde, damit ich zeitnah updaten kann über den Launcher. Und ja, so hat es bisher ganz gut funktioniert. Wir sind jetzt in der Version Alpha 1.0.16. Das heißt so viel wie nicht mehr lange und dann kommt es in die Alpha 1.0. Tatsächlich, ja. So ist es schon fortgeschritten. Und wir haben schon einiges gemacht hier tatsächlich. Vor allem, ich hätte, also bevor ich das gestartet habe, hätte ich niemals gedacht, dass man eigentlich schon so viel in der Alpha machen kann. Ja. Ich meine, wir haben jetzt nicht gerade wenig gebaut. Das ist schon interessant, was für, obwohl, wenn man jetzt eigentlich so im Nachhinein denkt, ja, richtig viele Baumöglichkeiten gab es ja eigentlich nicht, ne? Es gab hier nur ein paar Baumöglichkeiten. Aber die paar, die man hatte, die konnte man nicht irgendwie, ja, viel besser nutzen. Weil heute sagen sie so, ja, baue ich es aus dem, baue ich es aus das. Und im Endeffekt sieht dann doch wieder alles gleich aus. Tut es hier auch. Aber hier aus einem anderen Grund. Nicht, weil man den gleichen Baustil hat, sondern weil es halt hier. Also was kann man effektiv bauen, was auch halbwegs nach was aussieht? Aus diesen Steinstufen da, von denen ich, by the way, wieder neue brauche. Übertreiben wir gleich mal ein bisschen. Ja, aus denen kann man bauen. Ja, und sonst? Holzbretter? Lehm ist zu selten. Sandstein gibt es nicht. Quarz gibt es nicht. Gebrannten Lehm ist ja noch in ganz weiter Ferne. Es gab ja quasi fast gar nichts, womit man heutzutage bauen würde. Das sucht man hier in dieser Version alles vergebens. Auch Lehm in der Menge, wie er heute vorkommt, ist alles noch in ganz weiter Ferne. Ich habe mich jetzt hier übrigens umentschieden. Ich mache hier keine Kurve, sondern das Ganze wird hier direkt zum. Okay, wird es nicht. Es fehlt ein Dreierversatz, dass es direkt zum Turm gehen könnte. Na gut, ich glaube, es gibt Schlimmeres als dieser Dreierversatz. Dann geht der Weg halt einmal nicht in einen Turm rein direkt. Ich hoffe, das sieht man mir nach. Das kann ja nicht immer alles perfekt geplant sein. Es wäre doch nicht mehr Minecraft, wenn alles funktioniert oder perfekt geplant ist. Das wäre doch nicht mehr dieses Spiel. Hier ist alles total improvisiert. Nur halt irgendwie immer anders improvisiert. Und das Zuckerrohr ist schon wieder fertig gewachsen. Nach. Ja,
7 Minuten vielleicht. Es ist schön, würde ich sagen, ne? So. Gibt es sonst noch irgendwas? Ja, gut, meine Schaufel ist schon wieder kaputt gegangen. Aber es macht schon extrem Spaß, wieder mit den begrenzten Möglichkeiten von ganz früher zu spielen. Noch bevor es irgendwas gab. Tatsächlich. Das hat seinen Reiz. Seinen ganz besonderen Reiz. Das wird auch immer seinen Reiz haben, glaube ich. Und eines hat sich nie geändert. Man ist nie mit dem Gelände zufrieden, was da ist. Also noch mal die Schafe. Und dann könnte ich schon mal anfangen, die Wolle zu sammeln für das Haus, was dann hier auf diese Ebene kommt. Oder war ich das lieber doch ganz hoch? Ja, dass die Burg hier logisch ist, das heißt, sich immer Stück für Stück erweitert, wie es für eine Burg normal ist. Ist natürlich schon blöd, dass ich dann das Burgtor schon fertig habe, aber die anderen Tore noch nicht angefangen. Na, davon abgesehen, dass eh alles hier irgendwie aus einem Guss ist. Was schon total unlogisch ist. Dann sieht man, dass die Burg doch irgendwie geplant ist. So. Gut, was gibt's denn noch? Ja. Wir klatschen Erde. Hey. Ist doch wunderschön. Oh, mein Greenscreen ist auf der Seite. Habe ich ein Problem. Drüben auch. Warte mal, ich muss mal, glaube ich, ganz kurz was konfigurieren. Oh nein, nicht umbenennen. Wieso habe ich auf einmal so einen fetten Schatten? Ich verstehe das gerade gar nicht. Ich glaube, ein weißes T-Shirt hat einen zu krassen Kontrast. Sieh mal halt hier alles. Und ihr schaut, das geht jetzt. Die Einstellung funktioniert. Das ist gut. Dann befestigen wir den Greenscreen noch. Gut, es rauscht jetzt hier ein bisschen. Gut, aber es funktioniert schon mal besser als das alte. Ja, es rauscht wirklich nur ein bisschen. Es rauscht alles. Na, wunderbar. Ist uns das jetzt egal? Eigentlich nicht. Ah, Moment. Vielleicht kann ich das Problem noch lösen. Wenn ich denn die Teile finde. Ich habe nicht extra genau für solche Situationen zwei zusätzliche Lampen, die ich da mal jetzt einsetzen werde. Wo rauscht es denn eigentlich am meisten? Ah, je weiter ich wegsetze, desto besser ist es. Und es rauscht direkt an meinem Kopf. Das ist natürlich toll. Wenn es direkt an meinen Kopf rauscht. Das kann man auch so gut beheben, vor allem. Das ist sie nämlich, die Lampe. Dieser Effekt ist auch faszinierend. Okay.
So, dann probieren wir das mal. Hallo? Muss zugeben, ich bin mit dieser wenigen Drehung jetzt nicht gerade so zufrieden, wie ich es gerne wäre. Vor allem, weil ich die Lampe nicht großartig ach so, können die sie noch hinmontieren. Dann geht das schon fast besser. Es ist dann noch nicht optimal, aber ja, das Rauschen ist weniger geworden. Na, oder? Ah, lassen wir jetzt einfach mal so. Mal kann ich auch so mit Kamera. Es rauscht diese Stuhloberkante hier. Genau die habe ich. Kann ich ja mit der Lampe auch nicht so gut fokussieren irgendwie. Die muss besser sein. Kriege ich das hin? Ne, kriege ich eigentlich gar nicht hin. Das rauscht halt einfach. So wird's gehen. Wenn ich wirklich direkt anleuchte. Aber anders gar nicht. Dann probieren wir es einfach mal mit einer direkten Anleuchtung. Ja, jetzt geht. Oh mein Gott, das ist definitiv zu viel Technik. Oh lol. Es funktioniert ja gar nicht. Okay, ich muss ja was anderes anziehen. Ich bin gleich wieder da.